Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 1. November 2020. Befreiung von Einweihungen. Botschaft von Jesus Sananda. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Sprecht diese Anrufung an drei aufeinanderfolgenden Tagen und ihr seid frei von allen Gelübden und Einweihungen, die euch jemals auf diese Art, indem man euch ungefragt dies antat, zugebracht wurden. Die Sakramente. Jan Johannes Kassel. Nun steigt in mir die Frage nach den Sakramenten, die die Kirche ausschüttet, auf. Das sind ja Einweihungen, oder? Jesus. Ja, das sind sie. Und es sind Einweihungen, die den freien Willen der Menschen nicht berücksichtigen. Auch das gilt es genau zu betrachten. Der freie Wille des Menschen ist ein Gottesgeschenk, das Attribut, um das Spiel auf Gaia zu bewirken. Doch die römische Kirche hat sich angemaßt, in dieses Recht einzugreifen. Heute, an diesem besonderen Tag des Zusammenseins mit euch, ihr geliebten Lichter der Liebe und der Freude, verkünde ich euch. Ihr seid von jeder Initiation, die euch jemals übertragen wurde, befreit, so ihr diese Befreiung für euch erwählt. Anrufung 3 Tage. Ich bitte dich, Jesus Christus, mich in dein Licht zu führen, mich von allen Einweihungen, die ohne meine bewusste Erlaubnis und Entscheidung in mein Wesen eingelassen wurden, zu befreien. Ich bitte dich um die umfassende Heilung meiner Energiekörper, damit ich frei und wieder ich selbst bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin frei. Sprecht diese Anrufung an 3 aufeinanderfolgenden Tagen und ihr seid frei von allen Gelübden und Einweihungen, die euch jemals auf diese Art, indem man euch ungefragt dies antat, zugebracht wurden. Heute ist der Tag, an dem dem Tod die Macht über euch genommen ist. So ist es. Jan Johannes Kassel, ist das geheime Wissen, die Symbolik dahinter, den Vorstehern der Kirche bekannt? Jesus, ja, das ist es. Ein kleiner, eingeweihter, in sich geschlossener, elitärer Zirkel regelt das und weiß alles. Jan Johannes Kassel, wissen die auch, dass du nicht gekreuzigt wurdest? Jesus, ja, und bald werdet auch ihr es von anderer Seite erfahren, denn auch diese Wahrheit ist nicht mehr länger zu verbergen. Ich bin die Liebe und das Leben. Ich bin das Licht und die Sanftmut. Ich bin der Sohn Gottes und der Überbringer der frohen Botschaft. So gehet hin und lebet ewig und liebet bedingungslos. Amen. Jesus Sananda. Am Tag, der das Leid beendet, da diesem seine Kraft genommen ist. Anmerkung von Spiritscape. Wie Jan Johannes Kassel schon in einem früheren Text Sananda fragte, ist das Amen auch Teil einer Programmierung durch die Kirche, aber es wurde hier noch verwendet, weil es erstens ein älterer Text ist und zweitens, weil die Menschen daran noch glaubten. Liebe Grüße, euer Wolfgang. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.